Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Motze und Co. Ja, wir sind in Folge 965 und wir stehen schon im Prinzip bei der ersten Mod. Falls ihr heute nebenbei irgendein zwei Nebengeräusche gehört, dann liegt einfach daran, dass ihr in der Nähe eine Baustelle habt, deswegen kann ich da leider nicht super viel dran ändern. Das könnte zum Beispiel schon so ein Geräusch gewesen sein. Aber wir fangen an mit Mengele Duobull und es sieht aus wie eine konvertierte Variante, glaube ich, denke ich. Ihr könnt selber euer Urteil bilden. Es sieht für eine konvertierte, wenn es eine ist, auf jeden Fall gar nicht mal so übel aus, muss ich zugestehen. Lampen, Geschichten und sowas ist sonst alles vernünftig dran. Ne? Ich würde sagen, wir fangen auch mal an, indem wir einfach mal den Ladewagen uns im Shop zuerst angucken. So, da ganz am Ende haben wir ihn. Er kostet 83.600, hat 55.000 Liter Bis-zu drinne. Weil es gibt einmal die Realität, das ist anscheinend 36.500 Liter und dann braucht er 150 PS bei einer Arbeitsgeschwindigkeit von 20 km/h. Und wir können hier die Realität mal eine Runde ausschalten, damit zahlt man noch ein bisschen mehr, das ist aber nicht sonderlich viel. Und dann kriegt er halt 55.555. Wir hatten ja schon mal vor einiger Zeit wegen Mängel und Größen gefragt. 7.000 hört sich dann an wie eine große Variante. Wir hatten damals, glaube ich, ach, ich weiß gar nicht genau, wie die Typen jetzt genau ist. Das war auf jeden Fall 5, 6 und 7.000, aber es war nicht die gleiche, es war kein Duobull. Ne? Und da hatten wir uns gefragt, wie groß ist was oder wie passt es dementsprechend zusammen. Hier wissen wir, haben wir jetzt also jetzt ungefähr einen Eindruck, das ist die Realität und man kann es sich vergrößern. Wenn nicht, dann lässt man es halt in der Variante und dann hat man es halt genau richtig sozusagen. Ne? Das ist die Variante hierfür. So, ja. Wenn wir eine Runde reinhüpfen, sehen wir selber, wenn ich das Ganze runterlasse, haben wir hier den Aufnehmer, der schon runterkommt. Wenn wir das Ganze abladen, dementsprechend sehen wir, der Ablademechanismus funktioniert auch soweit. Das, was nicht läuft, ist der Bandpart unten. Der ist leider nicht mit am Start. So, ich klappe das Ganze wieder zu. Dann seht ihr, läuft es auch wieder runter. Ja, aber auch Lichter wie Arbeitslichter funktionieren. Selbst die Nummernschildlichter funktionieren, obwohl gar kein Nummernschild da ist. Also sonst hat man sich schon Mühe dabei gegeben, auf jeden Fall. Ja, das war Mod Nummer 1. Wir laufen weiter, kommen zu Mod Nummer 2. Und es ist unverkennbarerweise ein Mistwagen. Da seht ihr auch die Typenbezeichnung. Finde ich sehr schön gemacht. Auf diesem Matten, dieses Glänzende draufgesetzt. Ne? Da seht ihr die Typenbezeichnung selber. Ignospreader VMEC 2248. Bereifung ist hier ohne Fender und sowas in der Richtung. Aber das ist auf dem Feld ja auch nicht ganz so wichtig. Man sieht hier die Anschlussgeschichten und die Welle ist rübergesetzt. Es ist hier auch nicht alles Metall, was glänzt sozusagen. Aber in dem Sinne, sonst funktioniert es schon. Man kann hier dann mit X die Schotten dementsprechend hochfahren und würde dann halt mit B das Ganze starten, wenn ich auf dem Feld wäre und natürlich auch Mist drin wäre. Ne? Aber so seht ihr das Ganze. Also schon mal durchaus gelungen, muss ich sagen. Sieht auch von der Hydraulikgeschichte sonst gut aus. Da sieht man nämlich, dass es dann auch das passende Metall ist, weil es muss nicht immer alles Hochglanz glänzen. Man sieht hier, man hat die ganzen Verschraubungen gesetzt, die ganzen Halterungen gesetzt für die Endstücke, die drauf sitzen. Das ist sonst soweit alles ganz okay. Also kann man nicht mal. Wie gesagt, sieht schön bullig aus. Ich finde die Beschriftungsgeschichte hier sehr schön. Ne? Hier ist es, ne? Je nachdem, welchen Winkel man drauf guckt, sieht man, wirkt es entweder in dem Rot oder glänzend. Auch hier haben wir noch an der Seite die passende Beleuchtung mit Rückleuchte und Blinker gesetzt. Ne, auch da. Ja, würde ich sagen, schauen wir mal im Shop. Finden wir dann beim Miststreuer ganz am Ende, da seht ihr es, 64.250, hat auch 21.000 Liter, die er dementsprechend mitnehmen kann. Macht nur Mist, kein Kalk und 24 Meter Arbeitsbreite. Also fällt dann schon so in diesem Bereich. Ne? Aber liegt vom Preis her drunter. Also durchaus schon ein sehr ja, interessantes Gerät, sage ich mal, auch preislich gesehen. Ne? Wenn wir drauf gehen an sich, ne, JBS, hier seht ihr es, dann haben wir auch die Farbmöglichkeit in einigen schönen Farbtönen das Ganze zu machen. Auch das ist natürlich noch immer noch passend, sehr schön zur Beschriftung. Ne? Je nachdem, wie man es halt haben möchte. Die Designfarbe habe ich jetzt auf hellblau gestellt. Sehe bloß gerade nicht, wo das hellblau sein soll. Naja, aber so ist es halt. Aber wie gesagt, auch hier ein paar Möglichkeiten. Wir haben auch die Möglichkeit zwischen Trelleborg und Michelin zu wählen und dann die Breitreifen-Variante. Das ist auch das, was ihr draußen gesehen habt. Also das hier sind die Breitreifen-Variante. So, wunderbar. Wir gehen zur nächsten Mod. Hier vorne haben wir sie schon.
Ne? Torpedo TD7506A heißt das gute Stück. Man sieht schön leicht angenutzte Reifen hier, finde ich schon mal sehr gelungen. Auch hier wirkt so ein bisschen schmuddelig drunter und sowas. Ne? Ist halt auch kein neues Gerät, deswegen gar nicht mal schlecht gemacht. Die Torpedo-Geschichte und sowas kommt auch gut rüber. Hier sieht man die Griffe und sowas in der Richtung, die alten Beschriftungen. Ne? Ich hüpfe eine Runde rein, dann gehen die Türen auf und zu. Wir sehen sonst, wir haben noch eine IC-Steuerung, da kommen wir dann gleich zu. Wir machen jetzt erstmal die üblichen Lichttests. Ne? Auch das hier in einem leicht gelblichen Ton. Nach hinten und die zweite Ladung vorne. Das hat auch schon mal einwandfrei funktioniert. Blinker haben wir dementsprechend sowohl vorne wie auch hinten. Das hat auch schon mal super funktioniert. Wir gucken uns das Ganze von innen an. Wenn ich Licht anmache, haben wir hier innen drin eine schöne Armaturenbeleuchtung, die angeht. Wenn ich den Motor starte, haben wir Kontrolllichter, die angehen. Wenn ich dann Licht anmache, dann seht ihr, haben wir auch noch eine Lichtleuchte oben rechts im Armaturenbereich, die auch noch zusätzlich angeht. Ja? So, dann gucken wir mal. Wir haben hier IC-Steuerung. Die ist einmal für die Tür. Wir können damit das Seitenfenster öffnen. Wir können die Heckklappe öffnen. Wir können das zweite Seitenfenster öffnen. Wir können auf jeden Fall auch die andere Tür damit öffnen. Und, das sieht man hier vorne in der Mitte, muss man genau hingucken, auch das Frontfenster öffnen. Wir haben jetzt hier oben, ne, seht ihr, das ist nur eine Dachverstrebung, da ist Radio drin, aber wir haben jetzt hier keine Dachluke. Die können wir natürlich dadurch dann auch nicht aufmachen. Sorry fürs Husten. So, ja, ich mache dann die Lichtparty nochmal aus. Wie gesagt, texturenmäßig, ja, es wirkt teilweise alt, teilweise muss man gucken, was das genau ist, aber sonst, ihr seht ihr selber, es ist sehr gut gemacht. Ne? Gut, ich würde sagen, ich drehe einfach mal eine Runde mit. So, ich lasse ihn mal mittig stehen, dann kann man mit dem anderen nämlich drumherum fahren, weil wir haben noch einen zweiten hier stehen. Genau, da ist das gute Stück auch schon. Ja, da seht ihr es, das ist das Schild vom International Harvester. International steht an der, 30, an der Seite dran, 340 auch. Die Texturen von dem Schild, ja, gibt es garantiert schöner. Der Rest sieht schön aus, hier sieht man auch so ein kleines Typenschild. Man sieht hier so ein bisschen die Anschlussgeschichten und sowas. Das ist eigentlich soweit schon ganz okay, kann man so nicht motzen. Ne? So, ja, das ist der Part. Wir machen mal Licht läuft, Licht zweite Stufe läuft auch und das war's. Ne? Weil mehr ist da einfach gar nicht. Wo auch hin. Ne? Und Blinker, die gab es noch nicht anscheinend, weil Blinker haben wir keine am Start. Wenn wir uns jetzt den Armaturenbereich angucken und ich mache hier Licht an, passiert hier nichts. Mache ich den Motor an, da sehen wir zwar, dass die da vorgesehen sind, aber ihr seht selber, ne? Die Armaturen, das ist leider das, was man hier noch nachbessern müsste vielleicht. Ja, wenn ich hier auf Hilfe drücke, dann sehen wir, zusätzliche Steuerung haben wir also auch nicht an Bord. Das ist aber auch irgendwie nicht, ne? Wenn man kein Fenster zum Aufmachen hat, braucht man auch keine IC-Steuerung für das Fenster. So simpel ist es ja nun mal. So, ja, auch hier gehen wir mal, genau wie den Torpedo, den wir uns zuerst so angucken, in den Shop. Da haben wir den Torpedo, 30.000 kostet er, 75,06 war die Grundlage. Wir können den kriegen dementsprechend hier mit Gewicht oder ohne Gewicht. Wir können hier den Frontladervorbau noch kriegen, wie ihr seht, das ist auch machbar. Und die Reifenvariante steht hier zwar, aber das ist nur die unterschiedlichen Fronten, das hängt wohl mit den Jahrgängen zusammen. Ich habe die wohl etwas klassischere Form hier noch mitgewählt. Die Hauptfarbe hätten wir auch in verschiedenen Grüntönen hier kriegen können. Auch ein helleres Grün. Und die Felgenfarbe hätte man auch noch anpassen können. Ich weiß nicht, was das mit der Felge zu tun hat. Ja, kann ich so nicht sagen, wo das landet. Also ein paar Einstellmöglichkeiten. Preis liegt immer so bei 30.000, weil egal, was wir hier zusätzlich nehmen, ne, da kommen nur minimale Summen zusammen. Also das ist nicht super teuer. So, das war der. Und dann kommen wir jetzt zu dem International Harvester 340 Utility. Da haben wir den 47 PS, 25 km/h. Wir haben hier die Motorausführung. Ne?
dass wir halt noch die Forklifte dazwischen haben können. Wir haben die Reifenvarianten noch unterschiedlich, wie ihr seht. Frontladergeschichte, ne? Das ist der International Harvester Loader, den Ford Loader oder keinen. Und wir haben hier hinten noch, sieht man glaube ich so besser, ne? Hier sieht man noch die Zugvariante und dass die Fender sich dann ändern, wenn wir es einstellen. Eine Farbvariante haben wir jetzt so nicht dabei. Dann steige ich hier nochmal ein und ich würde sagen, zur Feier des Tages drehen wir nochmal eine Runde. Da lasse ich den jetzt einfach mal stehen, steige eine Runde aus und wir laufen mal hier rüber. So sieht das Ganze jetzt nämlich aus und so bleibe ich jetzt einfach mal stehen und ja, bedanke mich fürs Zuschauen, weil wir am Ende der Folge sind. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen.